Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Namdos und wir erleben hier Lorelei. Ja, und ich denke, wir wird so langsam, aber sicher, dem Ende zu gehen. Also nicht mit der Lorelei, sondern mit dem Spiel. Und ich hoffe, dass Lorelei auf jeden Fall ein glückliches Ende erleben wird. Beziehungsweise das Ende so sein wird, dass sie halt ihr Ziel, ein glückliches Leben führen zu können, dass sie dieses Ziel erreichen wird. Ja, bis jetzt sind wir ja, ich sag mal so, mit dem blauen Auge davongekommen. Des Öfteren zwar getötet worden, aber Gott sei Dank konnten wir dank eines etwas seltsamen Ereignisses, Zufalls, was auch immer, eine Einmischung von dieser Königin der Maden, alles überleben und schauen, wer wieder da ist. Mit den Kerzen war eine gute Idee. Glücklich vereint. Alle drei. Ja, mit ein bisschen Glück müsste ja die Mutter auch wieder leben. Das waren ja drei Kerzen, die wir da entzündet haben. Also wenn jetzt die eine Kerze nicht zufälligerweise sie war, was ja eigentlich nicht ganz sein kann, aber wir haben ja für die Lorelei den Eintopf dann nochmal verwendet. Schauen wir mal. Es gibt ja immer noch diesen Vogelmann. Oder diesen Träumer. Genau. Siebtes Kapitel und also offensichtlich auch das letzte. Awake. Aufwachen. Oder so. Wach werden. Wie auch immer. War das Hellenrot 12? Oder 12? Und da sind wir ja schon. Ich hab gar nicht merken müssen. Hellenrot. Sehr gut. This is the place. Also von der Entfernung sieht's, also das N ist nicht zu lesen und das E ist so ein bisschen, sieht's ein bisschen verstümmelt aus, sodass es also aus der Entfernung wie Hell, also wie Hölle aussieht. Ich mag seinen Stil. Und seinen Witz. Oder sagen wir mal seine Form von Humor, wenn man so will. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir da noch früh genug hinkommen, ne, zu dem Kollegen hier. Der da immer noch liegt und träumt. Der Stromzähler kommt mir bekannt vor. It's quiet inside. Wait, that's not where Jimmy lives. Why am I even knocking? Ich weiß nicht. Did I just hear a meow? Cat Lady scheint nicht zu Hause zu sein. Die Helen Road, genau. Pflanze? Is this the plant Jimmy told me about? Da oben. Ah, schon mal einer. Guck, ein Schlüssel. Ja, dann greifen wir uns mal den Schlüssel mit dem Stromzähler. Wir kennen das ja. Prepaid meters. You put coins in the slot to top it up. Ich konnte nicht widerstehen. Als Erinnerung, komm hoch. It's nearly run out. There's 14p left on the meter. Ich habe leider nur den Schlüssel. Ich habe sonst weiter nichts. Sonst würde ich hier einfach mal so der alten Zeit willen, ne, ein bisschen Strom spenden. Der Boss können wir leider nicht benutzen. Ja, wir haben so Dinge zu tun. This is it. Jimmy's place. Has he really been sleeping all this time? Ja, wir werden es herausfinden, hoffe ich. Ah, wieder Musik. Ohne Ton. Übrigens, ich habe herausgefunden, ein bisschen recherchiert und für die Musik der Spiele
zeichnet sich der Bruder von dem guten Rem Michalski verantwortlich. Kleingeld. There's some loose change. Should I have it? It would cover the price of the bus ticket. Das geht's gut. Schade, dass ich die Folge gespeichert habe. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich probiere das einfach mal aus. Ja, schon mal. Guck, Kamera plus 1. A random act of kindness. Hopefully it'll put a smile on someone's face. Ich denke schon. Ja, wie gesagt, ne, also der Bruder macht Musik. Und ja, warum auch nicht, ne, wenn der schon sich da gerade schon anbietet, wenn der Musiker ist. Ich speichere vor, sie ist aber auch nochmal. Dann kann man den auch dafür direkt einspannen. That's a huge bathroom for a small flat like this. Ich lasse den da noch ein bisschen schlafen, ne? Dem geht's gut. Der verhungert nur gerade und verdurstet gerade ein bisschen, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Ich kann hier nichts machen, doch. There's plenty of hair all over it. Gross. So, wir haben einen Becher. Ich benutze den mal einfach. Der Knabe hat ja Durst. Denke ich mir mal. Und da sind wir schon mal gewappnet. His body's here, but his spirit's still in the other world. Jimmy! Wake up, mate! Genau, den Wecker. Are people still using these? Irgendwie bringt das nichts. Time to get up now, sleepyhead. Ja, dann hilft nur noch eins. Das scheint gewirkt zu haben. Jawohl. Good morning. Lorelei. It's you. You made it. I did. Wait. Ich wollte gerade sagen. That's better. Ja. Am I really awake? I can pinch you if you want. No, no. I can feel it. Oh, my neck is so stiff. This place stinks. We have to go. You promise you won't take me anywhere horrible? Like the last time? It depends. Are you afraid of clowns? Well, who isn't? But... are you at least coming in with me this time? Oh, you couldn't stop me if you tried. Mac Ronalds. Cool. That was terrifying. Ja. Told you. Totally worth it, though. I think I lost my mind there for a second, when I was a crow. I'm glad you didn't listen to me. I like to do things my way. Lorelei? Thanks for waking me up. I'm sorry it took me so long to get here. I had some urgent stuff to take care of. You know, my sister and Zach and the police. But everything suddenly just clicked. And I think I'll actually be all right. I'm happy for you, Lorelei. You've grown up.
I suppose I have. Adulthood is like waking up from a long dream. There will be times you'll wish you were asleep again. But you can never go back to the same dream, no matter what you do. Oh ja, oh ja. Ich nehme dich beim Wort, Jimmy. Das war nicht nur ein Traum, das war ein Albtraum. Und ich bin froh, dass er vorbei ist. Ja. That wasn't just a dream. It was a nightmare. And I'm glad it's over now. Hey, remember that house in the dream world? The one in the fields? Do you miss it? Nein, ich bin nicht so gierig. Da war so eine nervende, sprechende Krähe im Garten. Wer würde schon damit leben wollen? Irgendwie schon. Das Haus war ziemlich toll. Das stimmt, das Haus war nicht schlecht. Schwierig. Nein, ich bin nicht so gierig. Irgendwie schon, das Haus war ziemlich toll. Nehmen wir den hier, das ist die lustigere Variante. There was an annoying talking crow in the garden. Who'd want to live with that? Oi. But it's all right. We've got a nice council flat. There's hardly no mold in it, and the neighbors aren't complete twaps. It has a roof and a bed. And it's not in a dream. So, what now? Well, I'm ready to pull up my sleeves, work hard, and build a proper life for myself. Sounds kind of boring. Maybe to you. You weird dream traveling emo. Hey, hey, hey. Watch it. You want me to come and spy on your dreams again? Actually, I dreamt of the Silver Lake last night. It shimmered like real diamonds. Later, I tell Jimmy about me and Zach moving into a new flat together. I tell him that my fears of losing Bethany to social services proved pointless, and that she'd been able to stay with us. We're a little family now. I managed to keep my job at the Pinecroft residential home. Zach's back to his games, keeping an eye on Bethany when I'm not there. With us looking after her, she's never gonna cry again. Die nette kleine Familie. Something's burning. I hope it's not my hard drive. Das würdest du merken. So, kleine Schwester können wir nicht, oder zumindest mit ihr nicht weiter was machen. Okay. Oh. Ich glaube, ich sollte mal in die Küche. Anders. Oh, oh. Something's wrong. Why is there all this smoke? Da brennt gerade was an. Das sieht nicht gut aus. Just before Christmas, Marjorie passes away. She never spoke to me, and yet it hurts. Everyday life can be a drag. Work, shopping, cleaning, all the mundane routines we lock ourselves into.
I can feel that with every obstacle, I'm headed towards a breakdown. And not just me. At least Al's doing fine. He's still fighting the good fight. I keep asking myself, is this the life I was fighting for? Was it all worth it? And every time these thoughts come back to haunt me, I close my eyes. I see this place. My own world inside me that keeps reminding me who I am. A survivor. A powerful, unstoppable being. Then I open my eyes. Batterie wieder voll. Ja, das war Lorelei. Der letzte Teil der Reihe. Ich muss sagen, nicht schlecht gelungen. Ein sehr packendes Drama. Und, ja, leichten Horrorelementen. Ja, Rem Michalski, super Arbeit hast du da abgeliefert. Danke, 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 danke dafür, dass man das spielen kann. Your tongue a cut last, your hand a speculum.
Ja, wie gesagt, Lorelei, dritter und letzter Teil der Devil Came Through Here-Reihe von Rem Michalski. Ja, Downfall 2009 war, wenn man so will, der erste, ich glaube inoffiziell erste Teil. Das Spiel war damals sogar noch Freeware. Danach kam The Cat Lady 2012 und 2016 kam dann nochmal ein Downfall, also quasi die überarbeitete oder ja, auf neu gemachte Fassung der ursprünglichen Version, wenn man so will. Und ja, und Lorelei war dann 2019 draußen. Mittlerweile 3 Jahre her. Ja, wird langsam Zeit, dass der gute Remmer wieder von sich hören lässt, ne? Ich warte auf neuen Stoff, mein Gott. Ja, ich finde seine Arbeiten sehr gut. Man hat hier auch, wenn man, gut, ich habe jetzt den ersten Teil, wenn man so will, also die Downfall-Geschichte, ne, von 2009. Die habe ich nicht gespielt. Made by Harvester Games 2019. Was nochmal? Die habe ich nicht gespielt, die kenne ich somit nicht. Aber die anderen beiden haben wir ja schon kennengelernt. Und man sieht so grafisch durchaus eine Weiterentwicklung bei ihm. Ja, also von der Optik her gefällt mir persönlich Lorelei am besten. Weil natürlich die anderen Teile auch nicht schlecht sind. Und wenn man halt bedenkt, man hat sie auch nochmal hier im Abspann gesehen, dass er da halt federführend ist, was die Grafik anbelangt und er dann halt nur ja, sich die eine oder andere Unterstützung holt bezüglich der Animation und so. Da ist dann schon eine gute Leistung von ihm, was er da abgeliefert hat. Von der Story und vom Gameplay ganz schweigen. Also die Storys, die sind alle drei, finde ich, sehr, sehr gut. Jeder auf ihre Art. Jedes steht Gott sei Dank für sich. Ja, und auch wenn da immer so ein bisschen ne, die Querverweise sind, aber das ist in Ordnung. Ne? Dafür ist es ja eine Reihe, dafür ist es halt dieser Dreiteiler. Und ich bin wirklich mächtig gespannt, was als nächstes kommt. Ich hoffe, da kommt noch was. Ne? Ich meine, immerhin, ne, 3 Jahre sind jetzt rum. Und ja, er hat schon irgendwie lange in dieser, ne, seit dieser Zeit offiziell irgendwie nichts mehr von sich hören lassen. Also ich zumindest nichts vernommen, sagen wir es mal so rum. Okay, aber ich bin gespannt. Ich hoffe, wie gesagt, da kommt was Neues, sei es jetzt eine Einzelproduktion, also ein für sich stehendes Spiel oder meinetwegen auch gerne wieder eine Reihe. Da sind ja alle Möglichkeiten offen. Ja, wie gesagt, also grafisch, wie gesagt, top. Story ist in Ordnung. Gameplay. Es hätte ruhig noch ein bisschen rätsellastiger sein können. Also sagen wir es mal so, ne, es ist, die Rätsel waren im Spiel in Ordnung, waren mehr als fair. Teilweise schon ein bisschen zu leicht, aber ich denke, es war einfach also vollkommen eine Absicht, das so zu machen, weil die Story halt hier in diesem Spiel absolut im Vordergrund steht. Und das merkt man den Titel durchaus an. Und insofern ist es okay. Also, ne, das war mehr so ein interaktives Spiel oder ein interaktives Video, wenn man will. Wie auch immer. Als dass es jetzt so ein wirkliches Spiel war. Also, ne, es hat, wie gesagt, es ist ein Spiel, hat Spielelemente, ganz klar. Und aber dass man sich jetzt da irgendwie so, ne, also sein Gehirn quetschen musste, um da irgendwie auf Lösungen zu kommen. So war es dann halt nicht. Sound. Musik, also mir gefällt sowohl die Musik als auch der Einsatz des Sounds im Spiel. Das ist alles sehr gut gemacht und ist natürlich auch immer eine Frage des, also jetzt gerade was Musik anbelangt, Frage des persönlichen Geschmacks. Ich finde den Musikeinsatz sehr gut platziert. Die Sounds sind stimmig und auch die, das, wie man so schön neudeutsch sagt, das Voice Acting. Ist aus meiner Sicht her okay, ist gut. Er hat da sehr gute Sprecherinnen und Sprecher. Also rundherum kann man sagen, ein stimmiges Produkt, wo man ruhig zugreifen kann. Und ja, wenn ihr Rem Michalski unterstützen wollt, wenn ihr ihm da was Gutes tun wollt, holt euch seine Spiele, spielt sie selber, habt Spaß dran. Selber spielen ist immer was anderes, als jemandem dabei zuzugucken. Und das Erlebnis ist halt einfach ein anderes, ein persönlicheres. Ja, ich glaube, ich hoffe zumindest, ich habe soweit alles
gesagt, was ich zu Lorelei und zu Rem Michalski sagen wollte. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit. Habt euren Spaß beim Spielen. Habt euren Spaß an Let's Plays. Wie auch immer. Nutzt die Zeit.